Heutzutage geht es ja nicht mehr darum, einfach nur den Alterungsprozess zu verlangsamen, denn wir wollen den Alterungsprozess gar umkehren. Und heute verrate ich euch in diesem Video, welche Ernährungsweise mich am meisten verjüngt hat, wenn man das so sagen kann. Zumindest habe ich da im Spiegel die größten äußerlichen Erfolge gesehen, aber auch vom Gefühl her ist ja auch wichtig, die Energie etc. Und darüber werde ich heute berichten. Natürlich bin ich nicht allwissend und bin auch nicht perfekt. Ich habe auch meine besseren und schlechteren Tage und ernähre mich auch mal nicht so gesund, dazu später mehr. Dennoch habe ich, glaube ich, so wirklich alle Ernährungsrichtungen fast durch. Ja, und die letzten Jahre habe ich dann auch mal High-Fat, Roh-Vegan ausprobiert, Low-Fat, High-Fruit, Low-Fruit und ja, womit hatte ich wohl die meisten Erfolge, das erfahrt ihr später. Und dann möchte ich gerne mal auch kurz auf diesen Brian Johnson eingehen. Das ist ein Millionär, der sich zur Aufgabe gemacht hat, der Welt zu zeigen, wie man sich verjüngen kann, mit Hilfe wissenschaftlicher Indizien, die besagen, dass bestimmte Nahrungsmittel uns verjüngen. Und das probiert er aus und demonstriert, was er so zu sich nimmt. Er möchte wieder 18 werden. Dann werde ich über meine bescheidene Meinung dazu äußern und finde es auf jeden Fall aber ein sehr spannendes Projekt. In Sachen Ernährung ist ja oft klar, was die Wissenschaft so als das Verjüngungsmittel ansieht. Natürlich auch viel Obst, Gemüse, keine Frage, aber auch das sogenannte Kaloriendefizit oder auch das Intervallfasten soll ja den Körper sehr verjüngen. Weniger rotes Fleisch essen, kein Zucker etc. Das kennen wir natürlich schon alles. Kurz mal was zum Intervallfasten. Das habe ich ja jetzt die letzten 5 Jahre sehr intensiv praktiziert. Und ich muss zugeben, dass bei mir es langfristig keine Erfolge gebracht hat. Denn ich bin an meine Grenzen gekommen, das habe ich ja schon mal in einem Video erzählt, dass mich das auch oft sehr gestresst hat, dass es meine Hormone auch teilweise gestresst hat, beziehungsweise ich dann auch so ein bisschen irgendwann in ein Ungleichgewicht kam und ich habe nicht die Erfolge gesehen, die ich gerne gehabt hätte in Sachen Aussehen und Haut. Ich hatte eher das Gefühl, dass ich sogar noch mehr gealtert bin in dieser Zeit und ja, es hat mir irgendwie nichts gebracht, um ehrlich zu sein. Also vielleicht, klar, der Stress hat es dann noch so ein bisschen intensiviert, dass ich dann vielleicht das Gefühl hatte, dass ich noch schneller altere. Und ab 2 Uhr war ich dann immer so richtig mies drauf, weil mein Blutzuckerspiegel ja voll im Keller war. Also ab 2 Uhr Mittag. Und dann muss ich zugeben, Kalorien zählen ist auch nicht mein Ding. Ich liebe Essen, aber ich habe es zumindest geschafft, dass ich gesunde Nahrung vorziehe vor ungesunder Nahrung, die mir mittlerweile nicht mehr fehlt. Also ich kann viel essen, aber von den richtigen Dingen. Und ich finde, Kalorien zählen, das ist für mich ein relativ trauriges Dasein, ehrlich gesagt. Also ihr kennt ja den bekannten Spruch, ich zähle lieber Nährstoffe statt Kalorien. Und genauso sehe ich das auch. Jetzt kommen wir mal kurz zu meiner Ernährung, bevor wir zu Brian Johnson kommen. Also ich finde leider, dass wir einen großen Tunnelblick haben, wenn es um das Thema Früchte geht. Die Menschen sehen nur den Zucker, die konzentrieren sich auf nichts mehr anderes, was Früchte zu bieten haben. Und meine Ernährung ist hauptsächlich früchtebasiert, unter uns gesagt. Und zwar, Früchte haben ja auch Wasser, die kommen mit bestimmten Bakterien, Polyphenolen, also diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe und natürlich den Faserstoffen, die sehr wichtig sind für die Verdauung, für die Darmperistaltik, dass sich alles bewegt. Und Früchte sind ja auch Kohlenhydrate und da ist das Wort Hydrate drin, also hydriert oder beziehungsweise spendet Feuchtigkeit, also man kann es vielleicht besser im Englischen erklären, Carbohydrate, also Hydrating. Und genau das machen gerade die Kohlenhydrate aus Früchte, die hydrieren unseren Körper unheimlich gut auf Zellebene. Und deswegen esse ich einfach wahnsinnig viel Obst. Ich würde schon sagen zu 70-80%. Der Rest ist natürlich dann auch Gemüse, Grün und etwas Gekochtes. Und ich habe wirklich das Gefühl, es hat was bei mir gemacht in Sachen Hautalterung. Denn ich habe meine Haut schon früh zerstört mit Sonnenbäder, mit Solarium. Also da habe ich gar keine Grenzen gekannt, als ich noch 20 war. Da dachte ich, ja, Hauptsache,
Man sieht aus wie immer frisch aus dem Urlaub. Und es war ja auch in den Ende 90er, Anfang 2000 richtig Mode, super braun zu sein. Was ich auch finde, ist einfach, dass die Haut, wenn sie so austrocknet, weil wir nicht genügend hydriert sind auf Zellebene, dass es uns natürlich auch älter erscheinen lässt. Trockene Haut macht einfach älter. Und trockene Haut ist lebendes Gewebe und diese braucht Hydration oder muss hydriert werden. Und klar, Wasser ist schon wichtig, dass wir Wasser trinken, aber dieses hexagonale strukturierte Wasser habt ihr in Obst und Gemüse und das geht dann so richtig schön in die Zellen, ins Gewebe und dann wirkt man vielleicht auch ein bisschen jünger. Also wie gesagt, ich habe noch das Schlimmste beseitigen können, weil die Haut vergisst nie und nach Sonnenbädern altert sie nun mal viel schneller und ja, ich glaube, ich würde heute viel schlimmer aussehen, wenn ich mich nicht so rohköstlich mit viel Obst und Säften, Säfte auch super hydrierend, ernähren würde. Und vor allen Dingen sind ja auch Früchte oder Säfte, Gemüse, entzündungshemmend und Entzündungen lassen einfach den Körper schneller altern. Das ist ja mittlerweile auch schon bekannt. Und was ich finde, wenn wir viel Obst, Gemüse und, zu uns nehmen und Säfte, dass die Haut einfach insgesamt strahlender wird, wirkt. Also man sagt ja im Englischen bright oder bright skin. Und ja, das finde ich halt sehr, sehr schön. Da kommt so eine ganz andere Vibration rüber. Oder beziehungsweise, jetzt fange ich auch schon so an, lauter englische Wörter reinzuschmeißen. Aber ich finde, auf Englisch kann man es manchmal einfach viel besser erklären. Deswegen denke ich, dass wenn wir sehr viel Rohkost zu uns nehmen, Obst essen, dass auch gewisse Pigmentierungen vielleicht ein bisschen schwächer werden, die Haut einfach, wie gesagt, mehr strahlt, mehr ebenmäßiger wird. Zumindest meine Erfahrung. Ich muss ja auch immer erwähnen, dass es meine Erfahrung ist, bevor mir hier wieder jemand hier ans Bein pissen will. Und diese Hydration oder die hydrierende Nahrung, die wir zu uns nehmen, die geht ja viel tiefer in die viel tieferen Ebenen der Haut beziehungsweise kommt von innen, als jede Feuchtigkeitscreme oder Antifaltencreme es je tun kann. Deswegen glaube ich auch, dass die Rohkosternährung, diese hydrierende Rohkosternährung unsere Haut auch ein bisschen kletten kann. Ich sage nicht, dass du jetzt hier Wunder erlebst, aber zumindest denke ich, die Haut wird von innen auch so ein bisschen aufgepolstert. Dann habt ihr natürlich noch die ganzen Elektrolyte in Obst und Gemüse, die natürlich vorkommenden. Ihr dürft ja nicht vergessen, in Obst habt ihr bis zu 80-90% Wassergehalt. Ja, und wie gesagt, das ist das Wasser, was halt schon seine natürlichen Informationen auch behalten hat, weil das wächst ja in der Sonne oder beziehungsweise die Sonne züchtet dann diese Frucht groß beziehungsweise und dann setzt sich das auch so aus Sonnenenergie, Erde zusammen, ne, sofern es denn auf Erde wächst. Was ich auch total interessant finde, sind Gurken. Gurken sind ja technisch oder botanisch gesehen, gehören ja eher zu den Früchten. Und die Gurke ist eines der hydrierendsten Lebensmittel ever, wie ich finde, also oder Nahrungsmittel, nährt ja wirklich. Und deswegen sollten wir auch, finde ich, zu allem eigentlich Gurken essen. Zu jedem trockenen Nahrungsmittel sollten wir Gurken essen, wie ich finde. Und ich finde, dass dieses strukturierte Wasser in Früchten oder Gemüse auch auf eine sehr spezielle Weise mit den Zellen interagiert, auf eine ganz andere Weise, was eine ganz andere Energie hat auch, ja. Also ohne jetzt zu Spiri zu oder Eso zu rüber zu kommen, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich so, weil alles ist Energie und Energie ist die Essenz des Lebens. Übrigens, schöne Farbe. Weist immer auf Anthocyane hin, wenn es violett ist. Aber ich muss zugeben, in letzter Zeit hatte ich auch sehr viel Stress und ich finde, nichts altert die Haut so rasant wie Stress, weil Stress die Entzündungswerte hochtreibt im Körper. Ja, ich habe einfach schon, glaube ich, echt einiges erlebt jetzt so die letzten Monate, das letzte Jahr. Also da war schon sehr viel auch in meinem Leben an Veränderungen und etc. Falls du sagst, dass du zum Beispiel jetzt nicht so viele Früchte essen willst, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann würde ich dir empfehlen, dass du zumindest Säfte echt krass integrierst in dein Leben, jeden Tag einen Saft zumindest, weil das hydriert wirklich auch auf Zellebene so toll. Und ich finde, das sollte mindestens drin sein, ein Gemüsesaft am Tag, wenig Obst dabei. So, jetzt schauen wir uns mal an, was der gute Brian Johnson so zu sich nimmt am Tag. Der hat hier nämlich ein gutes Short hochgeladen. Quelle ist angegeben.
I started Project Blueprint, and the objective of this was to measure every organ in my body and then ask it what it needs to be in ideal health. What you see here in front of me, this food, is the diet that is produced near perfect biomarkers when I wake in the morning. Also hat jetzt quasi die Ernährungsweise praktiziert er, die so den größten Verjüngungseffekt hat und wahrscheinlich auch den größten Effekt auf die Epigenetik, die, wo man ja weiß, dass die sich verändern kann. Die Wissenschaft sagt, glaube ich, so bis zu 80% könnte das sein. Ja, da bin ich mal gespannt, was er so zu sich nimmt. This is the Green Giant, which has collagen peptides, cinnamon, creatine, amino acids, and I take around 60 pills. Okay, also er nimmt diesen Green Giant Drink zu sich mit Kollagenpeptide. Das ist schon mal nicht pflanzlich. Gut, warum muss man Haut essen, um neue Haut zu generieren? Ich glaube, dass unser Körper sehr wohl auch in der Lage ist, von gewissen Nährstoffen wie Kupfer, Silizium oder auch Vitamin C sein Kollagen selbst herzustellen. Aber gut, er meint wohl, dass er Kollagenpeptide und Kreatin braucht. Ich weiß gar nicht, ist Kreatin vegan? Ich habe es noch nie genommen, ehrlich gesagt. Aber genau, und dann ist da anscheinend noch irgendwie Chlorella drin, irgendwie so ein Green-Trink, das finde ich ja sehr gut. Also Greens, klar, Greens, Chlorophyll, immer gut. Aber er nimmt 60 Pillen. 60 Pillen, finde ich, ehrlich gesagt, ist eine Menge Supplemente. Auch damit finde ich, also wenn man es jetzt halt echt auch mit den Supplementen übertreibt, kann man auch sein System überlasten, weil das ist schon sehr viel. Also ich finde Supplemente, klar, die sind in gewissen Lebensphasen sehr, sehr wichtig, bestimmte Nährstoffmängel. Ich nehme auch meine, die wichtigsten Supplemente, aber ich muss zugestehen, das ist schon echt viel, ja. I'll work out for an hour and then I'll eat this, the super veggie, broccoli, cauliflower, mushrooms, black lentils, garlic and ginger. And I'll drizzle extra virgin olive oil and also 100% dark chocolate. 1 hour later. Ja, und wenn ihr Lust habt auf Supplemente, die euch nicht runterziehen oder euren Organismus belasten, ich finde, dass Puracell für mich die besten Supplemente hat, für mich persönlich, weil ich bekomme sie sehr leicht runter. Das sind Liposomen. Supplemente. Also liposomal bedeutet einfach, der Wirkstoff in dem Supplement ist ummantelt von einer Lipidschicht. So kann der Wirkstoff eventuell besser in den Körper kommen, wird auch in der Medizin so gehandhabt, so dass Wirkstoffe einfach besser eingeschleust werden und nicht quasi von der Magensäure vernichtet. Und Glutathion ist mit Resveratrol natürlich eine ganz starke Mischung. Ja, ihr habt bei Puracell ganz viele liposomale Nahrungsergänzungen, in ganz verschiedene, was euer Herz begehrt oder was gerade auch vielleicht bei euch ein Bedarf ist. Ich finde es einfach cool. Jedes Supplement ist nochmal angereichert mit Resveratrol oder auch Sanddornextrakt. Sanddorn hat unglaublich viel auch Vitamin C. Und da habt ihr wirklich nur ganz wenige Zutaten drin, wie zum Beispiel Wasser, Süßungsmittel mit Xylit, also auch nur mit Xylit gesüßt, Phospholipide aus Sonnenblumen, Sanddornextrakt, Glutathion, natürliches Mangoaroma und Resveratrol. Also so wenig ist nur in deren Supplementen drin und wie ich finde, für mich persönlich so wirkungsvoll. Also, ihr habt natürlich einen Code, den könnt ihr verwenden. Guckt gerne mal unten in die Videobeschreibung. Okay, also er nimmt ein Mittagessen, ich weiß nicht, Lunch zu sich mit Brokkoli, Blumenkohl, mit Lentils bzw. Linsen oder Hülsenfrüchte. Dann noch habe ich gesehen Hanfsamen, also sehr proteinreich, aber ich muss zugeben, sehr trocken. Da ist nicht wirklich ein Salat dabei oder so Greens, wie ich finde, was uns ja wirklich auch verjüngt, sind ja, wie gesagt, die wasserhaltige Nahrung, die ja auch sehr viele Phytonährstoffe enthält. Und es ist nicht alles roh. Also er kocht den Brokkoli, er kocht alles. Wundert mich irgendwie, dass er da nicht vielleicht ein bisschen mehr Rohkost zu sich nimmt. Aber wir schauen mal weiter gleich. Und Olivenöl, klar, kein Problem, wenn es ein frisches Rohkost-Olivenöl ist. Ja, die eine sehr hohe Qualität haben, dann finde ich ein bisschen Olivenöl, klar, ist super. Wenn das jetzt natürlich irgendwie eins irgendwie aus dem Supermarkt ist, was da schon Wochen oder Monate lang steht und ranzig geworden ist, naja, gut, ihr wisst meine Einstellung zu Ölen. Ich finde, Pflanzenöle sind halt instabil, deswegen hoffe ich, aber er hat ja das Geld für ein sehr gutes Olivenöl, denke ich. Es ist natürlich gut, dass er Brokkoli und Blumenkohl nimmt, wegen den Sulforaphan, den ganzen Nährstoffen, aber
ja, wenn er das entsaften würde, hätte er vielleicht sogar noch ein bisschen mehr davon. Oder halt wirklich roh. Ich weiß, viele vertragen natürlich auch den rohen Blumenkohl nicht. Ist ja auch ganz normal. Der ist halt auch in der Verdauung, ist ja ziemlich schwierig. Deswegen entsafte ich die einfach gerne. Ja, ansonsten finde ich aber gut, plant-based, go for it, weil das ist schon mal super toll, dass er da plant-based ist bei seinem Lunch. Und ja, aber mir fehlt einfach das Frische, sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde, das sieht aus wie eine Flugzeugmahlzeit irgendwie. I'll eat nutty pudding, which is macadamia nuts, flaxseed, walnuts, berries and pea protein and pomegranate seeds. And I'll take the remaining pills of the day, which is around 40. There's a lot of opinions. There's a lot of- Schon wieder 40 Pillen. Ach du meine Güte. Oje. Ja, also es ist jetzt, was er jetzt zu sich nimmt, ist wieder eine sehr kleine Mahlzeit, aber sehr nusshaltig. Macadamia, ja, ist nicht nochmal. Oh Gott, bin ich jetzt bescheuert oder was? Walnüsse, genau. Ich sollte mal mehr Walnüsse essen, weil da ist, die sind ja dem Gehirn sehr ähnlich und anscheinend hat mein Gehirn gerade auf dem Schlauch gestanden, ja. Nee, Walnüsse esse ich schon ab und zu. Ich mag die, ehrlich gesagt, aber nicht so gerne. Ist nicht so mein Lieblingsnüsse. Ich liebe Macadamia, die haben auch ein gutes Verhältnis Omega-3 zu Omega-6. Relativ neutral, würde ich sagen. Und dann noch Pea-Protein, also Erbsenprotein nimmt er zu sich. Ja, ist alles wieder trocken. Aber Nährstoffdichte ist sehr hoch, keine Frage, gerade bei den Nüssen. Er hält sich ganz streng ans Protokoll, nur Low-Sugar-Fruit wie Granatapfel oder Beerenfrüchte. Klar, natürlich, Granatapfel ist super gesund, gerade auch wegen dem Resveratrol. Ein Nährstoff, der auch interessant geworden ist für die Wissenschaft, da es die Lebensspanne eventuell verlängern könnte. Dennoch denke ich, ein bisschen mehr Obst könnte ihm gut tun. Und wenn wieder 60 Pillen, okay. Aber gut, er trainiert natürlich, er braucht auch Proteine, klar. Ich glaube, ich würde von der Ernährung, sage ich euch ganz ehrlich, ups, hab ich gespuckt. Ich würde von der Ernährung, würde ich glaube ich echt Verstopfung kriegen irgendwann, ja. Also, weil es halt nur trocken oder fast nur trocken ist, ja. Ja, aber gut, plant-based, sehr schön und sehr nährstoffreich. Also er macht schon echt, finde ich, also nach meiner Meinung, ist ja wie gesagt nur meine Meinung, macht er schon echt viel richtig, ja. What one should eat, how one should exercise. The way we deal with this blueprint is we look at the data, we follow the scientific evidence, and then we just do this again and again. I started Project Blueprint. Was jetzt oder was? Also ihr könnt mich ja noch mal informieren, ob er noch mehr isst, weil das war jetzt echt mega wenig. Aber gut, dafür eine sehr hohe Nährstoffdichte und auch Kaloriendichte vielleicht durch die Nüsse. Aber ich frage mich, ob er wirklich so dieses Bild von Gesundheit in die Welt hinausstrahlt, dass er so für sich halt jetzt praktiziert auf extreme Weise. Also er geht zum Beispiel auch sehr früh ins Bett, glaube ich, um 8 oder so. Ich gehe erst um 1 Uhr, 2 Uhr ins Bett, 2 manchmal. Ich bin eine richtige Nachteule geworden. Also er macht alles perfekt, was ich eigentlich nicht perfekt oder falsch mache. Also er isst sehr früh abends, habe ich gehört, 8 Stunden vorm zu Bett gehen oder nicht mal abends. Er isst wahrscheinlich dann schon nachmittags oder mittags seine letzte Mahlzeit. Ja, das ist gut, weil dann schläft man auch natürlich viel besser und wacht morgens euphorischer und leichter auf. Aber ich muss sagen, ich esse halt super spät. Das ist echt ein Manko. Ich habe ein Manko, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist, ich esse zu spät. Aber findet ihr, er ist so ein Abbild von Gesundheit? Was habt ihr so für ein Gefühl? Ich finde, er sieht, ja, also er sieht, ich meine, früher, ja, Vergleich, man sieht ein altes Video von ihm von früher. Er sieht, finde ich, jetzt schon besser aus, auf jeden Fall. Aber irgendwie noch nicht so krass verjüngt, finde ich jetzt, wie man jetzt meinen könnte mit dem Lebensstil, den er hat. Weil er macht ja alles perfekt. Er geht früh ins Bett, er hat keinen Stress, er meditiert, er isst super früh zu Abend. Also ich mache nur eine Sache, versuche ich richtig zu machen, das ist die Ernährung. Alles andere mache ich falsch. Ja, ja, da könnt ihr ja noch mal, was eure Meinung so ist. Ich habe nicht viele Kooperationspartner, aber diese sichern die Existenz dieses Kanals. Und ja, und meine Lieblingsprodukte ist alles unten verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen. Des Weiteren schaut gerne auch mal bei meinen Kursen vorbei. Ich habe momentan 2 Kurse. Einmal den Rohkostkurs für Anfänger mit Rezepten, Lektionen, 2 E-Books. Dann habe ich den Zellulite-Kurs drin. Gerade jetzt ist es ja so, dass die Sommerzeit kommt. Und ja, vielleicht hast du ja Lust, ein bisschen was für deinen Körper zu machen. Und ich zeige dir auch in dem Zellulite-Kurs Step-by-Step, was mir geholfen hat, welche Ernährung und welche Lebensmittel
Lebensmittel dabei, Zellulite verschwinden zu lassen oder zumindest zu reduzieren. Das ist ja auch schon mal schön, wenn da ein bisschen, vielleicht einfach das Hautbild sich ein bisschen verbessert. Und da kannst du dich auf jeden Fall von mir inspirieren lassen. Dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Eure Julia. Bis bald.